Ich glaube, pudern muss man. Ja, es ist mir eigentlich auch völlig egal. Dieses Mistkind gehört doch dir, oder? Das ist mein Kind, ja. Wer hat dir den Arsch gefickt? Nein, nein, ich habe das künstlich über die Plazenta mir in einer Eizelle habe einsetzen vom lassen. Vom Arsch aus, du diesen Fotze, war? Britischen, ich grüße Dennis und Oliver. Wissenschaftlern. Ach, fick dich doch. Nein, das geht doch gar nicht. Was redest du denn da? Ja, das, was du nicht reden willst, du Fotze, du, ja. Du Judensohn, du, du was? Dreckiges Mutterkind. Warum bist du jetzt so komisch drauf? Ja, weil du eine Fotze bist. Ja, aber ich meine, das ist ja kein Grund. Guck mal, wir wollen dich gar nicht mehr in dieser Sendung sehen, Mann. Du bist doch voll hässlich, du bist voll Mistgeburtkind, ja. Du. Den Ausschalter an deinem Fernseher hast du aber noch nicht gefunden. Na klar. Na, dann mach doch aus. Ja, aber du bist voll hässlich. Du, ja, deswegen, Kind. Du musst immer deinen Fernseher richtig fick einstellen. Fick doch dein Kind den Arsch. Da gibt es ganz viele kleine Knöpfe. Ach, geh und dann kann man das Bild richtig einstellen. Hurensohn, du. Ja. Ja. Guckst du, oder? Erziehung hast du nicht genossen, ne? Ja doch, aber nicht so wie deine, du Fotzenhurensohn. Ja. Wo bist du aufgewachsen? In deiner Oma. Ja. Ja. Du hast einen ziemlich beschränkten Wortschatz. Warst du jemals in der Schule? Ja, so oft wie dein Vater drin war. Gar kein Mal, du dummer Fotzenarsch. Ja. Ja. Was möchtest du noch sagen? Dass ich Dennis und Oliver grüße. Ja. Ja. Du kennst auch doch noch andere Leute, die sich mit dir unterhalten. Naja, sowas wie dich, so ein Scheißkind, so ein dummer Hurensohn, so ein Penner, so ein Mutterficker, so ein Scheißkind, ja. So ein dreckiges Jugendembryo. Sag noch mal was Neues, ein anderes Schimpfwort. Na, ja, fällt dir nichts ein, danke, tschüss. Und wir gehen zu Nadine. In Ordnung. Wir gehen mal zu Altan. Altan. Hallo? Altan. Hallo? Ja, schrei mich nicht so an. Bin sehr ja, Liebe. Christian, ich wollte nur sagen, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Kinder bekommen, dann würden wir jetzt alle aussehen wie du. Auf jeden Fall. Das wäre ja nicht das Schlechteste. Das wäre nicht das Schlechteste? Also, mir kommt dazu vor, als ob du so richtig geil auf das Thema bist. Also, wenn du unbedingt schwanger werden willst, dann nimm deinen Schwanz, ich war doch in schon. Deinen Bauchnabel und spritz ab. Alter, ich war schwanger. Doch schon. Mein Kind liegt doch hier schon. Und dann werf ich dich auf den Boden und tritt dir so lange in den Magen, bis du dein Kind ausscheißt, Atze. Okay? Dann können wir weiter reden. Gut, das ist natürlich eine Methode des Gebärens. Wir bleiben wieder beim Bär, wie bei der Frau. Man sich mal ganz privat mit dir unterhalten kann. Ja, Kinder, ihr merkt doch alle nichts mehr, oder? Roland ist bei mir. Yalla, yalla, Bibi. Ah ja, danke für diesen Anruf. Diese Message geben wir natürlich weiter. Was soll das? Ich meine, heutzutage hat doch jeder seine Praktikantin. Und wozu sind Praktikanten eigentlich gut? Wir fragen mal Marcel. Marcel, hast du eine Praktikantin? Ey, verfresser Drecksack, Alter. Die Fresse, Mann. Ob du eine Praktikantin hast, du sollst auf meine Fragen antworten. Die Fresse, du Penner. Na, sag mal, so ein kleiner Rotzlöffel um diese Uhrzeit, du musst du gar nicht ins Bett, oder? Ach, jeder im Bett und kloppt den, du Sack. Na gut, frag mal deine Mutti, ob du überhaupt noch blach sein darfst um diese Uhrzeit. Wir gehen mal zu Nathalie. Hallo, hier ist Nathalie. Hallo, Nathalie. Viele Grüße vom Hotel Ambassador, Herr Abari. Ja, wunderbar, danke, da werde ich demnächst mal logieren. Vielleicht könnt ihr mich mal einladen. Wir gehen mal zu Celine. Hallo? Walid. Ja, ich möchte sagen, dass du die Existenz von TV Berlin gefährdest. Ja, aber du auch, weil du singst ja sonst immer. Leg mich am Arsch, du und deiner Tussi, du blödes Arschloch. Du blödes Sing für mich. Schwein. Sing! Ja, da haben wir sie wieder. Bonnie's Ranch. Ah, wunderschönen guten Abend. Und wir gehen. Verschwinde doch aus dem Bild und der Kanal ist wieder sauber. Na, guck mal. Da schicken uns alle wieder nette Faxe. Anleitung zu FIFA-Bad. Was ist das denn? Die Leute schicken einem Sachen, das versteht man überhaupt nicht. Das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ihre schreibt, es kann ja wohl nicht sein, dass die blöde Kuh auch noch 5 Millionen dafür kassiert. Deswegen gehen wir nämlich auch zu Clara. Heute sagen wir bla. Oh Gott, Kinder, ihr ist doch nicht der Musikanten senden, wenn ich im Hintergrund höre ich Babygeschrei. Ja. Ja. Yeah. Ja. Blasing me something. Bitte? Blasing me something, baby. Sprecht doch mal Deutsch mit mir, wir sind doch im deutschen Fernsehen. Blasen. Oh Gott. Heute haben sie wieder alle Ausgang. Oh, hier liegen die Faxe wieder auf dem Boden rum. Na, guck doch mal, was die schicken. Das kann kein Mensch lesen. Ah.
wir gehen mal zur Zeit. Ja, ich fände es das Ritter. Gut, dass du selber drüber lachen musst. Ein paar ernst gemeinte Anrufe wären doch sehr nett. 0137 444 995. Wir wollen über Monika Lewinsky, über Praktikanten an sich sprechen. Finden wir es gut, was da abgelaufen ist oder nicht? Gehen mal zu Oliver, vielleicht kennt der Fakten. Hallo? Ja. Hier ist der Olli aus West-Berlin, grüß dich. Aus West-Berlin? Ja. Wieso lachst du, sag mal? Ah, ja, ist mir glatt der Gesichtsmuskel entglitten. Ey, du, noch so ein Spruch und ich schlag dir den Schädel ein. Ja. Was ist West-Berlin? Köpenick oder Treptow? Das kannst du dir selber denken, du Schwachkopf. Ja, oder bist du Spandauer? Das sind ja die Schlimmsten. Das ist ein Scheißdreck an, Freundchen. Ach so. Komm zum Thema jetzt. Ja, über welches wollen wir reden? Ja, über dein Scheißthema, was du hier den ganzen Tag schon an den Tag legst. Den ganzen Tag? So lange bin ich dann noch gar nicht hier. Ja, du hast dir doch schon Gedanken gemacht den ganzen Tag. Was war denn heute Thema? Du hast noch keinen Thema hochgekriegt. War Hotel Ambassador. Mhm. Und sag dir das was? Hast du schon einen hochgekriegt heute? Nein. Dann schicke ich dir meine Praktikantin. Ist doch überhaupt kein Thema. Frederike, ein schöner Name. Frederike. Hallo? Hallo? Oh, hallo. Ha, Wunder hallo. Der Technik. Hallo, Christian. Hallo. 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 Das ist ein tolles Gespräch, was wir führen. Da kann niemand was Falsches sagen. Ja. Hallo? Heute sagen wir Blasen und Titten und Arsch. Und mehr Kinder. Das darf ich nicht über den Sender lassen. Ich gehe mal zu Micha. Wie Sigmat, ey. Und deine Praktikantin, die ist so fett, Alter. Die Platz mit wie siehst du denn aus? Schwanz. Lass uns mal über deine Pickel reden. Ich gebe dir mal einen Tipp, Puerti. Davon kann sie halt ein bisschen abnehmen. Und du mit deinem Rindfleisch, ich meine, bist du nicht mal hier irgendwie... Warum bist du denn jetzt so aufgeregt? Du bist total ein Tierquäler. Warum bist du denn jetzt so aufgeregt, Liebes? Die Kuh ist da schon lange tot. Ja, aber ich finde es halt total gemein, ja? Ja, aber ich meine, möchtest du mit der Kuh jetzt reden? Nee, aber du hast schon Rinderwanne in deinen dicken Tür. Guck mal, die Kuh kann reden. Wenn ich möchte, kann die Kuh noch reden. Die sagt dann, hallo Sinem, hallo Sinem. Du darfst mich nicht zeigen, Mann, dabei. Du bist so ist der Trick besser. Guck mal so. Deine fetten Eiterpickeln. Hallo Sinem, hallo. Das ist total korrekt, Alter. Und er sollte halt schaffen, seine Prüfung. Und Dennis ist auch voll korrekt. Und Fühlichstamm von meiner Freunde hast du, ja? Blutschwester und alle möglichen. Was sind das für Leute, die du da die ganze Zeit grüßt? Na, Alter, das ist mein Cousin, Mann. Ah, Verwandtschaft, die Bucklige. Die Bucklige fickt dich, Mann. So meine Verwandten. Hast du auch Freunde? Nein, nicht mehr, ne? Die hast du schon alle weg. Meine Freunde sind alle weg. Na, kann ich immer deine Praktikantin. Mussten alle wieder zurückfahren. Kann deine Praktikantin nicht reden? Ist sie zu dick? Ne, die darf nicht reden. Also ich meine, Frauen sollen eigentlich nicht reden. Das sieht man ja an dir. Ja, was? Da kommt ja nichts Vernünftiges bei raus. Hör mir mal gut zu. Ja. Sag mal, wo wohnst du eigentlich? Im Ausländerwohnheim oder wo warst du zu Hause? Ich habe gerade am Anfang nicht aufgepasst. Wann musst du wieder zurück? Also morgen. Ja, wann morgen schließt das ich heim? Morgen mit in den Iran und lass dich abknallen. Okay, mach's Kopftuch um, Sinem, ne, damit sie dich reinlassen. Wir gehen dabei mal zu Asian. Jo, hi. Hi. Ich wollte mal fragen, hat FAB eine Programmchefin? Wer ist denn FAB? Oder TVB, TVB, haben die eine Programmchefin? Hier ist TV Berlin. Jo, genau, haben die eine Programmchefin? In live, in Farbe und in live. Na, jedenfalls meine ich nämlich. Bitte wie? Das, wenn du eine Programmchefin bist, dann weiß ich, wie du deinen scheiß Job gekriegt hast. Mhm. Immer Zitronensaft geschlürft bei der Alten. Aha. Du bist aber ein ganz lustiger. Ja, ich bin witzig. Ja, tolle Witze. Schreib sie auf, schick sie uns, wir alleine lassen. Dann gehen wir mal zu Paul. Ja, hallo. Ja, Christian, ich wollte bloß sagen, du bist die größte Sichtfassung, die ich kenne, ne? Was willst du mir jetzt damit sagen? Naja, du siehst aus wie ein Gesichtsfassung, wie ein Gehirntorsten oder sowas. Was ist denn ein Gehirntorsten? Findet man sowas im Duden? Nein. Ist das eine eigene Wortschöpfung deinerseits? Nein, das ist so eine Sprachweise bei uns hier. Wer ist denn bei uns? Wo bist du denn? In welchem Heim? Ich bin in kein Heim, ich wurde in Friedrichshain. Ja, das ist ja fast das Gleiche. Naja, aber... Das ist da, wo früher die Mauer drum war. Könnte eine Praktikante mal das Basecap abnehmen? Nö. Nö? Ja, naja. Gut. Okay, mehr hast du nicht zu sagen, aber Gesichtstorsten ist ein schönes Wort. Diese Wortfindung werden wir jetzt im Wortschatz aufnehmen. Dabei gehen wir mal zu Dennis. Monika, das war nicht in Ordnung, was du da getan hast. Wir gehen mal kurz zu Gürkan. Ja, Christian? Ja? Wie lange soll ich denn noch warten, du ekliger Kackfrosch? Ja, dann musst du jetzt noch ein bisschen länger warten, wenn du mich nicht so nett ansprichst, weil dann gehe ich nämlich erstmal zu Pierre. Ficken, Bumsen, Blasen, alle. Ja, genau. Alle wollen einen Hasen. Und wir gehen mal zu Clemens. Ja, hi. Hallo Clemens. Ich wollte nur mal so sagen, also
du bist die absolut größte Schwuchtel, die dir. Ja, aber ich meine, das hat dich ja überhaupt nichts zu interessieren, weil wir reden ja über Monika. Na gut, okay, Entschuldigung. Also, schön, dass du angerufen hast und wir gehen mal zu